Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Und heute ist der Tag gekommen. Heute geht's wieder nach Österreich. Heute geht es nach Meierhofen. Und das werdet ihr in diesem Video sehen. 4 Tage Skiabenteuer, 4 Tage Kurztrip. Let's go, meine Freunde. Viel Spaß mit dem Video. Leute, hier kurz vor München. Kleine Snackpause. Bundesurlaub ist auch da. Jetzt kann nichts mehr passieren. So, meine Freunde, nach 8 Stunden. Geiler Fahrt, sind wir jetzt endlich in Meierhofen angekommen. Hinter mir mein Auto, hinter mir die Skier in der Garage. Und jetzt geht's los. Jetzt machen wir Meierhofen unsicher. Let's go, Leute. Also Leute, noch ganz kurz. Ich habe festgestellt, es tut nach 8 Stunden Sitzen richtig gut, mal wieder zu sitzen. Also, es ist wirklich unfassbar. So Leute, wir fangen jetzt auch noch nicht an mit dem Abschießen. Es gibt erst einen schönen Kaffee. Und dann schauen wir, was der Tag noch so bringt. Hier, guck mal, da ist das Skigebiet, sehr schön, ja, ja. Ich hab richtig Bock. So, meine Friends of the Sun, let's go. Wir haben das Zimmer bezogen, endlich, endlich, endlich. Und hinter mir sieht man die Penkenbahn. Ja, let's go, let's go. Wir sind in der Harakiri-Bahn, also da drüber und ja. Da geht es gleich hin, let's go. Wir wechseln jetzt die Location. So, meine Freunde, sind in der Harakiri Bar. Und erstmal gibt es hier. Let's go, Leute. So, Leute, ganz kurz, kleiner Vlog, ein paar für die Leute, die es richtig wissen wollen. Könnt ihr hier 3000 Euro die Flasche Moët und Chandon bestellen. Oder alternativ 1 Meter Wodka Energy, 1 Meter Disco-Schale, Leute, geht bald das mal. Das ist es, das ist es komplett. So, Leute, machen wir das Ganze so schön, machen wir das Ganze nochmal. Ein wunderschönes Lied, aber so, zack. Ivo Pro Fakte. Ich studiere die Karte. Oh, oh, oh. Und was schlimmer? Das ist ja nicht normal, Alter. Mehr seid auch ein Involt. So, meine lieben Freunde, ein kurzes Zwischenfazit zu Meierhofen. Also viel Schnee liegt nicht gerade. Aber da muss ich die Stimmung ja irgendwie selber machen, von daher, let's go, meine Freunde, gleich geht's hier zum Essen. In der Harakiri Bar haben wir schon mal gut abgerissen, da geht's auch heute Abend wieder hin. Und jetzt gleich gehen wir schön essen. Let's go, Freunde, let's go. Ja, noch so, Leute, wir sind jetzt im Restaurant. Das ist hier typisch, eine Flasche Rosé bestellt. Und die Orte zu vertreiben. In dem Sinne, ein Prösterchen. Let's go, Leute. Ja, der ist fruchtig, der ist fruchtig. So, meine lieben Freunde der Sonne, wir haben mit unseren Burger bekommen. Das ist wirklich einer der besten Burger, die ich je gegessen habe. Und dazu stoßen wir natürlich an ein wunderschönen Glas Rosé, meine Freunde. Der geht hier bei uns weg wie nix. In einem Lorette der Mar-Tempo, meine Freundin. Also Leute, noch eine ganz kurze Story an der Stelle. Also früher, als wir noch vor 30 Jahren hier gefahren sind, da lag auch nicht viel mehr Schnee. Hier, guck mal her. Da lag auch nicht viel mehr Schnee. Und jetzt machen wir das Beste draus. Und jetzt war eine Krawatte zum Skifahren gegangen. Let's go, Leute. Noch ganz kurzes Review zum Berg und Tal. Also das Essen ist schon wirklich sehr, sehr gut und die Qualität ist schon top. Dann gibt es natürlich um eine Restaurant-Rezension. Und ich denke, wir werden hier nochmal hingehen. Das war schon gut. Das Ambiente ist auch top. Das Einzige, die Musik ist scheiße, aber ansonsten eine 10 von 10, sagen wir es mal so. Wechseln ist die Location. Leute, willkommen in der Harakiri-Bar. Und heute gibt es eine Disco-Schale, der Vorleiter. Das erfrischt, das erfrischt, let's go. So Leute, wir haben den nächsten Drink bestellt. Zur Happy Hour geschnappt. Bisschen Cola. Let's go, Leute. Es geht los. Folgende Aufnahme ist aus Max Moët typischen Gründen nachgesprochen. Ich bedanke mich für das Ansehen des Videos. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ein Likechen wäre ein Maikchen, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Let's go, Leute. Euer Max Moët. Euch grüßt Louis, der Gletscherfloh.